Ja, hallo miteinander und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Thomas Schmidt Kunstmarathoni. Heute am 5.12.2023, seit langem mal wieder aus dem Schlembachtal. Die letzten Tage war es ja sehr winterlich. Leider taut es jetzt schon wieder. Und es soll jetzt dann auch die nächsten Tage relativ warm sein. Also der Winter, der verabschiedet sich nun wohl mal erst fürs Erste. Das soll uns aber jetzt nicht weiter bekümmern. Ich freue mich drauf, jetzt hier eine Runde zu gehen und ihr könnt mich dabei begleiten. Ja, jetzt steht anders als im Sommer hier wieder reichlich Wasser drin. Wobei da jetzt noch so eine Eisschicht ist, drüber ist, die aber schon wieder taut. Ein schöner verschneiter Nordhang. Na, hier plätschert immerhin etwas das Wasser. Na, hier im Wald liegt ganz schön Schnee, obwohl ich noch gar nicht weiter hoch bin. Muss auf der Hochfläche ganz schön Schnee haben, während bei uns ja fast kaum mehr einer liegt. Vielleicht noch so 1-2 Zentimeter. Jetzt sieht schon mehr nach 5 bis 10 aus. Ja, jetzt biege ich erstmal wieder mal zum Sumpf ab. Mal schauen, wie es hier aussieht. Leider hier alles schon recht matschiger Schnee. Ja, so im Winter schaut es da schon immer etwas trist aus und recht düster. Gott sei Dank liegt noch Schnee, dadurch ist alles etwas heller. Wenn der jetzt wieder wegdaut, dann wird es richtig düster hier. Der Duster-Sumpf. Ja, hier ist wieder richtig schön verschneit. Und hier rauscht wieder der kleine Wasserfall. Sind auch noch schöne Eiszapfen, wobei die sich jetzt natürlich schon wieder zurückbilden. Heute hat es wohl schon so fast so 5-6 Grad plus. Jetzt bin ich an der Seite des Nordhangs, da ist mir etwas kälter und hier zieht auch schon etwas Nebel auf, weil es unten kalt ist und die Luft darüber wärmer. Oh je, da haben sie das ganze Wäldchen abgeholzt. Und hier sieht es immer ein bisschen aus wie, finde ich, im Bayerischen Wald oder sonst wo, ein deutschen Mittelgebirge. Ja, und jetzt gehe ich mal zum Biebersee. Gut, dass es etwas Schnee liegt, sonst würde ich hier wahrscheinlich im Schlamm versinken. Ja, hier sieht es noch ziemlich winterlich aus, wenn man das so betrachtet. Und hier der Biebersee, sieht auch schön aus. Ja, hier kommt fast so was wie etwas weihnachtliche Stimmung auf. Jetzt marschiere ich einmal hier durch den jungfräulichen Schnee. Und hier ist der Schnee schon ganz schön tief, bis zu 10 cm. Und hier hat man den schönsten Blick auf diesen romantischen kleinen Bibersee mit Biberdamm. Und da war der Biber auch schon aktiv und hat ein paar Bäume gefällt, so im Laufe der Zeit. Und jetzt gehe ich noch zum zweiten See, zum hinteren See. Jetzt geht es noch zum hinteren See. Das ist dann auch danach mein Wendepunkt der heutigen Tour, weil schon bald dunkel wird. Ja, da steht auch Eis drauf, aber das dauert auch schon wieder gewaltig. Aber da jetzt Eis drauf ist, dann wirkt er wenigstens nicht ganz so finster wie sonst. Ja, jetzt verfärbt sich der Himmel schon ein bisschen zum Abendhimmel. Und ich gehe jetzt schon mal Richtung Auto wieder zurück. Ja, jetzt geht schon langsam wieder zum Auto zurück. Daher möchte ich mich schon mal von euch verabschieden. Aber macht noch nicht aus, vielleicht kommen noch ein paar Szenen. Wenn euch der Film genauso gut gefallen hat wie mir diese kleine Tour, dann liked ihn bitte mit erhobenen Daumen. Ich freue mich über eure Kommentare und ganz besonders freue ich mich natürlich über jeden neuen Abonnenten. Ja, dann wünsche ich euch eine schöne Adventszeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen auf meinem YouTube-Kanal Thomas Schmidt Kunstmarathon. Aber noch nicht ausmachen, ich denke, es kommen noch ein paar Szenen. Ich habe noch so einen halben Kilometer etwa bis zum Auto. Und hier sehen wir nochmal den größten der ehemaligen Fischweiher.